Gott sei Dank die kleinste Map, die wir finden konnten. Whitemark. Wie einer. Ganz schönes Banning hier im Gange. Wie viele Spielrollen muss ich hier noch mit? Ich muss immer noch ein bisschen FBI und so. Ich hab keinen Bock auf FBI. Ich will lieber Mrs. Fidget Spinner spielen. Fidget Spinner. Ja, ich habe einen Tee, lass mich. Ich glaube auch. Da fällt mir, ich habe mir extra ein Bier kalt gestellt und jetzt trinke ich es nicht. Alter. Ja. Was kannst du eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Nomad, haben sie die Klemmer weggeholt? Nee, der war eine Hardage. Ja, die haben auch gegen die Klemmer weggenommen. Was? Was? War kein Scheiß. Haben die gerade geholt. Ich würde doch meiner Jing nicht die Klima wegnehmen. Nee, wirklich nicht. Die bin ich auch. Wie gut, dass sie hat. Ich fahr durch ein Loch, plötzlich stehen da drei Leute vor mir. Hier oben sind sie. Ich glaub, das war ein Drohnen-Ace, kann das sein? Ich fahr durchs erstbeste Loch, weiß keine 5 Meter gefahren, stehen drei Leute vor mir. Direkt am Objective-Raum. Ich hab 100 Punkte und wir alle nur 50. Kommst du dir jetzt geil vor? Ja. Okay. Das heißt, ich darf noch 5 Sekunden auf dem ersten Platz bleiben und dann ist schon wieder vorbei. Und hat Ding ihre Claimer noch? Ja. Das ist wirklich nur Nomad. Ding, ja. Die Baner könnten ihre mal wieder kriegen, ihre Claimer. Das war damals mega gut. Ihre Dinger. Obwohl die Breaches sind schon sehr ordentlich, ehrlich gesagt. Na gut, bei Nomad kann ich es nachvollziehen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was renne ich denn hier rum wie so ein. Ich weiß nicht, ich laufe einfach den anderen hinterher und denke mir. Wird schuldig sein. Ich vergeude ja meine Munition. Warum haben wir da hier noch eine Kamera hier oben? Ja, gute Frage. Drone ready. Meister Evil. Also erstmal ist hier keiner direkt. An der Treppe, ich will die Treppe runter. Hier ist halt ein Evil Eye, ne? Das müssen wir ein bisschen. Kannst du mal runter drohen hier unter der Treppe? Nicht, dass unter der Treppe einer ist. Oder. Okay. Ist keiner. Okay, gut. Okay, ist erstmal frei hier, so, ne? Der Gang ist auch frei. Soweit ich das sehe. Ja, fast bis zum Objective ist sie frei. Ah, sorry. Das war ein Versehen. Ja, ist nicht so schlimm. Das war ein Reflex, hat sich erst bewegt. Vielleicht, wenn ich die. Chargepad. Schade, hätte klappen können. Da guckst du blöd, Auge. Reload! Was? Ah, fick an Treppe unten, wo wir hergekommen sind, Igel. Alles klar. Da war ein Loch in der Wand. An der Treppe? An der Treppe? Ja. Kam die Treppe von unten hoch. Oha! Maestro, krank. Der ist im Schlafzimmer. Boah, sehr schön. Ich hab mal eben kurz weggeholt, die Sau. Ach, die Maestros-Kameras lassen sich jetzt leicht öffnen, ne? Four last operator standing. Ja, stimmt, wie geht das nochmal? Mit einer EMP von Thatcher, der macht dann die halb aufgemacht für 2-3 Sekunden. Stimmt, war das. Da war Mario dahinter, die ist weg. Die ist der Ash ist ja auch da. Du kannst hier reinpushen. Du kannst aber die Kamera aufmachen, werf mal eine EMP dahin, dann kannst du die Kamera wegmachen. Links da, ja. Oben, an der Decke ist er, ja. Da. Lass mal die MP da hinten, dann schießt Ziel drauf. Jetzt drauf, schießt. Siehst du? Die geht dann so ein Stück auf, dann kommen wir da rein. Ja, halb, die geht halb auf. Ja. Neutralized. Mission successful. Nice. Muss ja mal gesagt sein. Sehr schön.
aber ich finde trotzdem, dass die teilweise... Also, Twitch kann ja kann die auch ganz weg machen, die Evil Eyes, ne? Ja, stimmt. Auch, glaub ich auch. Twitch braucht die einmal antwitchen, dann geht die auf und geht sie was aus. Und dann kannst du kaputt twitchen, sozusagen. So mit zwei Schüssen miteinander. Ja, ja, genau. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut, dass sie diese Evil Eyes mal ein bisschen nerven, weil die waren abartig, oder sind abartig stark. Ich finde immer noch viel zu stark. Ja, ist auch wieder blöd, weil die wieder schießen können und gepanzert sind, ne? Ja. Warum nicht einfach wieder nur eins von beiden, ne? Das wäre schon schlimm genug. Down to 5 seconds. Guard ready. Ich mach das schon mal raus, ne? Los geht's! No time to waste! Interrogation. Right for the taking. Wow! Cool! Thanks. Was hat der denn jetzt hier reingejinkt? Keine Ahnung. Last operator standing. Scheiße, wie blind. Ich hoffe, ich laufe die Treppe runter. Ja, 15 durch. Seconds. Op 4 has the hostage. Time expires in 10 seconds. Boah, Gott sei Dank. Eliminated. Mission successful. Wo ist denn das reingekommen? Der Geisel habe ich gerade noch eine mitgegeben, weil einfach so, das muss ich ja nicht einfach so entführen, oder? Ja, ist aber schuld. Ja, also, ja, eben. Wieso geht sie auch nicht gewehrt, hat sie sich. Gibt's direkt mal ein paar Schüsse in die Eier. Puh, 3 Gadget-Kills schon, nicht schlecht. Der erste, der mir in die Flinte gerannt ist, war Jekyll, hat mich direkt gefreut, ey. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Dann hörst du einfach noch Jekyll, ja, der ist doch gar nicht so gefährlich.
Ja, das ist also, cool. Ich finde den um Welten gefährlicher als Lion. Also, Das ist völlig schamlos. Jetzt haben sie noch unsinniger gemacht, finde ich. Ja. Also, ich meine, der Unterschied, ob ich jetzt eine Silhouette sehe oder ein Ping, das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht der Killer. Naja, gut, bei einer Silhouette kann man schon genauer sagen, wo er ist und so. Ne? Beim Ping weiß man manchmal nicht, ist ein Stockwerk höher oder niedriger, weil die Pings merkwürdig sind manchmal. Da hast du recht. Du kannst natürlich jetzt theoretisch den irgendwie Wand schießen und einen Kopfschuss machen. Das kannst du insofern nicht. Ja. Ja, schön auf die Geisel stehlen. Schön auf die Geisel. Komm, schieß die Geisel. Ich geh einfach, weißt du, das ist viel zu weit. Scheiße. 10 seconds to insertion. 5 seconds before insertion. Hostage located. Operational clearance granted. In diesem Billardraum. Ja, da können wir eigentlich da reingehen, wo wir vorhin reingegangen sind, oder? Und dann ist er nämlich direkt da. Problem ist eigentlich sowieso prinzipiell eher die Geisel da rauskriegen müssen. Was zum Scheiß. Unter dir ist keiner. Hier vorne hinter der Vorwand ist auch keiner. Im Gang auch nicht. Ich gehe nochmal zurück zur Treppe und runter eben die Treppe runter. Also Gang ist erstmal frei. Und unten Treppe ist auch keiner. Alles klar. Dann hole ich jetzt mal in den Objective-Raum rein. Und der Objective-Raum ist... Hier ist einer. Was ist das denn? Smoke. Ist nur Smoke drin, glaube ich, wenn ich sehe. Oh. Oh, was zum Geier? Ah, eine Echo-Drohne. Valkyrie ist auch drin. Valkyrie und Smoke sind im Jet gefahren. Okay, dann ist Valkyrie wieder dazugekommen. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Sehr schön. Danke. Oh, geht er direkt raus. Pfeife. Oh, da ist direkt noch einer, ey. Echo. Pimmelt der da draußen rum, ey. Hört er dich auch? Naja. Ist fast tot. Nur ein Viertel, aber. Reloading! Echo, hab ich schon. Schön. Gut. Er smokes out, den hab ich schon gesehen. Ja. Sagen. Hm, der ist hinterm Schreibtisch. Ach, Schreibtisch. Ich habe keine Heilung, meine Drohne? Ne. Frage, in welcher Ecke der ist. Neben Billardtisch, ne? Ja, ja, da war vorhin. Ja, der ist ganz hart rechts, wenn du reinkommst. Doc ist das. Oder schön. So. Ich dachte, ich hab auch nur die beiden gesehen, aber dann geht's entdeckt. Party, Party! Drei geholt. Dreimal Kopfschuss. Also muss ich jetzt sagen, dass der Doktor drin war, fand ich jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Den habe ich mit der Drohne nicht gesehen, aber ich habe mich auch so auf die zwei konzentriert. Ich hab vielleicht nicht jede Ecke bewusst wahrgenommen. Ich habe sogar nur den Smoke gesehen. Dann war Valkyrie noch und noch Doc. Alle drei in dem kleinen Raum krank. Ich hab gar nicht auf dem Schirm, dass ich der Letzte war gegen Doc. Sonst hätte ich vielleicht ein bisschen verkrampfter gespielt, das letzte Ende. Oh, und auf 3-0 gewonnen, ist doch geil. Hm. Oh. Die drei Kills am Ende von der letzten Runde waren das Einzige, was ich gemacht habe. Das reicht doch. Ja. Eins, guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4 Kills. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich bin heute raus. Los.